20 Jahre GGZ. Dieses Jubiläum feierte das kommunale Wohnungsunternehmen unter anderem mit der Stadtteiltour. Nachdem die GGZ-Mietertour in den zurückliegenden Wochen in Marienthal und Zwickaus Innenstadt und in Neuplanitz Station gemacht hat, fand die letzte Runde am vergangenen Samstag in Eckersbach statt. Mit ihrem Lebensmotto mit Musik durch das Leben begeisterten auch diesmal wieder Sandra und Susanne die Gäste. Ein Student aus Uppsala, la 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 la. Ein Student aus Uppsala, la 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 la. Am Start war auch wieder Det Fischer, der bei allen vier Veranstaltungen als Moderator durchs Programm führte. Marita Freitag, Geschäftsführerin der GGZ, bedankte sich bei den Mietern für ihre langjährige Treue. Für die GGZ ist Eckersbach einer der wichtigsten Vermietbezirke. Ja, Eckersbach ist ja unser größtes Wohnungsgebiet. Dort haben wir die meisten Bestände hier in Zwickau. Und Eckersbach war ja die letzten Jahre vor allen Dingen wegen Rückbau geprägt. Jetzt haben wir eine sehr gute Vermietung. 92% ist die aktuelle Vermietungsquote. Wir sind schon recht zufrieden. Könnte noch besser werden. Dafür werden wir auch in den nächsten Jahren weiterhin sorgen. Speziell an Grundrissänderungen arbeiten, Neugestaltung von Wohnumfeldmaßnahmen, energetische Sanierung, um nur einige Ausgabenblöcke noch mal zu nennen. Für unsere Eckersbacher Mieter. Sie haben ja in den vier Wochenenden eine ganze Menge gestemmt. Es bedarf ja einer Menge Vorbereitung, logistischer Vorbereitung. Die Künstler waren gebucht. Es war meiner Meinung nach auch eine eingeschworene Truppe, die sich hier entwickelt hat. Wenn Sie ein kurzes Fazit ziehen nach diesen vier Wochenenden, was würden Sie sagen? Also ich glaube, das war absolut die richtige Entscheidung, dass wir in jedes Wohngebiet gegangen sind. Oh, unser Team, unser Verwaltungsteam ist enger zusammengerückt dabei. Wir sind auch näher mit unseren Mietern ins Gespräch gekommen. Das war einfach einzigartig. Wir haben ja wirklich Einzelgespräche geführt und wir haben auch die Reaktion von unseren Mietern verspüren können. Die waren eigentlich begeistert. Es war immer eine Begeisterung dabei. Natürlich, im Marienthal hat das Wetter nicht ganz so mitgespielt. Und dennoch waren unsere Mieter mit vor Ort. Und unsere Künstler ja auch. Ich will mal sagen, die haben die Begeisterung mitgetragen. Und ich denke mal, das war eine gute Organisation für so ein 20-jähriges Jubiläum. Nicht nur, dass wir das als Unternehmen für uns mit den Gesellschaftern und mit Firmen und dergleichen feiern, sondern speziell auch mit unseren Mietern. Für zauberhafte Unterhaltung sorgte auch wieder Julian der Magier mit seiner Partnerin Cindy. Wusste der Repräsentant von Mercedes Luke gar nicht, wie ihm geschieht, als er plötzlich hemdsärmlich dastand. Eigentlich war er vor Ort, um den glücklichen Gewinner eines Wochenendes mit einer Mercedes C-Klasse zu finden. Die Jüngsten kamen auch wieder auf ihre Kosten. Neben einer Hüpfburg formte Matthias König verrückte Gebilde aus Luftballons. Als Garant für gute Unterhaltung erwies sich auch in der letzten Runde der GGZ-Mietertour wieder Wagner und Co. Nach der GGZ-Mietertour unterstützt die GGZ in diesem Jahr auch weitere Veranstaltungen. Dazu gehören unter anderem der Kinderbereich beim Zwickauer Stadtfest und das große Kinderfest Zwickifax.